Von der Glachtelsuppe zum Hochaltar. 6. Weizbergkirche. Durch den eher dunklen Haupteingang der Kirche treten Sie in einen nicht durchfluteten Raum. Der sakrale Festsaal. Hier spielt das Theater Gottes. Überbordend, überladen, himmelblau und rosarot bunt. Auf den ersten Blick mag dem Betrachter die neue Gestaltung des Altarraumes kontrovers anmuten. Dort hat der Maler Hubert Schmalix, der wilde Bilderneuerer aus den 70ern, mit dem Architekten Hermann Eisenköck 2001 die Weintraube als Motiv für seinen scheinbar schwebenden Volksaltar und den pink-orange-grünen Teppich gewählt. Die gesamte Liturgiezone scheint in eine Flut von Farbe getaucht, die wie ein gewobener Traubenstrom unter dem Gold des Hochaltars in den Hauptraum fließt. Gerade nach der stupenden Innenrenovierung der Kirche erhöhen die poppigen Farbflächen am Boden den räumlichen Eindruck vom mächtigen Prunk der barocken Deckenfresken des Schnell- und Vielmalers Josef Adam Ritter von Mölk, letzter Maler des österreichischen Spätbarocks. Allerhand Heilige, Engel, Kirchenfürsten und Märtyrer und immer wieder diese Unendlichkeit des Horizonts in den Fresken des österreichischen Barocks. Eine Inszenierung, Täuschung und Illusion. Es ist das Zeitalter zügelloser Prachtentfaltung. Eine entgrenzte Religion, auch 1769 beim Kirchenbau, noch im Siegesrausch. Weil im Verlauf des großen Türkenkrieges hatte man schon 1683 das osmanisch besetzte Ungarn endgültig erobert, das habsburgerische Territorium stark vergrößert. Bedrohung und Sieg durch und über den Islam wurden propagandistisch genutzt. Religion wurde im Barock ein deutliches Zeichen des Unterschieds. Die Türken waren bald keine Gefahr mehr, sie wurden jedoch Stellvertreter für neue, aktuelle Feinde. Dabei zeigte sich die strenggläubige Katholikin Maria Theresia gegenüber Angehörigen anderer Konfessionen auch wenig tolerant. Das Thema des Hochaltars vom Barockbildhauer Veit Königer ist Karfreitag. Besser die kurze Zeit danach, sagt der Theologe, Tränentuch und Marterwerkzeuge, die goldene Dornenkrone ans Kreuz geheftet und das Schweißtuch der Veronika wird vom oberen Hochaltar durchgereicht. Der Johannes mit pathetischer Geste, die beiden Marien kommen schon mit ihren Salbengefäßen. Der Himmel weiß nicht, was jetzt ist, der Sohn ist tot. Und Maria weint.